Servus Bulli Bastler, heute gibt es eine kleine optische Aufwertung des Hecks des Bullis. Und zwar, tada, neue Heckleuchten, teilweise mit LED. Und ist so ein bisschen optisches Tuning. Brauche ich eigentlich normalerweise nicht. Was mich allerdings schon länger gestört hat, ist, dass wenn ich mit meinem Bus am Waldrand parke, dann verschmilzt dieser Bus durch diese Farbe so ein bisschen mit der Umgebung. Wären da nicht diese signalroten Rückleuchten? Die fallen natürlich schon von weitem auf und ich verspreche mir von dieser dezenteren Optik, dass ich da vielleicht noch so ein bisschen mehr inkognito stehen kann. Ich habe mich da umgeschaut, was es so alles gibt am Markt, bin dann darauf gekommen, dass SW-Tuning, die sind bei mir nicht allzu weit entfernt, ein ganz gutes Angebot haben, habe da mal angerufen und die mal so gefragt, wie das so ist mit der Installation und ob das alles gut funktioniert. Und der Service dort war richtig, richtig gut. Ich habe viel erklärt bekommen, worauf man achten muss beim Einbau, damit das auch möglichst lange hält. Das werde ich euch natürlich auch erklären. Und wie das alles funktioniert, gleich nach dem Intro. Um die Hecklichter auszubauen, müssen zunächst zwei Kreuzschlitzschrauben herausgedreht werden. Dann die Heckleuchte einfach nach außen drücken. Und schon hat man das Ding in der Hand. Wer nur die Leuchtmittel auswechseln will, der kann den Lampenträger hier ausklicken und kommt so an die Glühbirnen dran. Da ich aber die gesamte Heckleuchte tausche, muss der Stecker natürlich ab. Dazu die Arretierung in dieselbe Richtung, in welcher der Stecker abgezogen wird, nach unten drücken. Dasselbe natürlich genauso auf der anderen Seite. Schrauben raus, Heckleuchte wegschieben, Stecker ab, fertig. Und wie immer, den Bus gerne mal an den Stellen sauber machen, an die man sonst nicht drankommt. Die neuen Heckleuchten haben in meinem Fall noch zwei Glühbirnenplätze, und zwar für das Rücklicht und die Nebelschlussleuchte. Wenn die eingesetzt sind, den Stecker verbinden und die Kabellage gut nach unten in den Hohlraum verlegen, das Rücklicht dann auf die Kugelzapfen wieder aufschieben. Festschrauben und schon ist der Wechsel erledigt. Übrigens das ganze Plug and Play, keine Vorwiderstände nötig, einfach anschließen und glücklich sein. Auch hier natürlich nochmal dasselbe auf der anderen Seite und nach 20 Minuten sieht der Bus von hinten komplett anders aus. Die E-Nummer ist übrigens hier unten zu finden. So, und dann gibt es jetzt den Lichttest. Erst normales Licht, Bremslicht, Warnblinker, funktionieren beide, Nebelschlussleuchte, da brennt natürlich nur die hier, hier ist zwar auch ein Leuchtmittel drin, aber ich glaube, das ist eine Programmiersache, wenn ich da noch was rausfinde oder wenn ihr irgendwas wisst, schreibt bitte gerne unten mit rein, aber im Original ist es ja auch so, dass die Nebelschlussleuchte nur auf dieser Seite leuchtet. Und was noch fehlt, ist natürlich der Rückwärtsgang. Tada! So, sehr einfache Sache, sehr leicht zu handhaben das Ganze. Man braucht für diese Leuchte speziell jetzt einfach noch zwei Birnchen. Die kann man aber einfach aus den alten Lampenträgern auch rausnehmen. Also kein Thema. Was jetzt noch fehlt, ist eine dritte Bremsleuchte, ebenfalls in Dunkel. Habe ich auch mitbestellt und wie das eingebaut wird, zeige ich euch im nächsten Video. Wo ich das alles her habe und was ihr dazu braucht, schreibe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung mit rein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.